HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen. Wir melden uns mit unserem 124. HSV-Podcast zurück aus der Länderspielpause. Henrik Jakobs ist mein Name und frisch zurück aus Katar begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Und zurückblicken auf den HSV und seine noch junge, aber schon sehr ereignisreiche Karriere wollen wir mit unserem heutigen Gast, der zwar nicht auf Niederländisch rappt, dafür aber wie immer mit einer kleinen Performance unseres Rappers Elvis vorgestellt wird. Das, was 1998 in Holland begann, spielt 13 Jahre später im Trikot von Rotterdam, wird Profi und steigt dort mit Sparta direkt auf, Stammspieler erste Liga, so nimmt alles seinen Lauf mit. 18 Jahren, dann der Wechsel in die Hansestadt, ein Jahr erste Liga, doch am Ende steigt man leider ab, er bleibt und wird zum Stammpersonal. Identifikation mit Einsatz 34 an der Zahl, nur die Abschlusstabelle weiß die Euphorie zu dämpfen. Am Ende hat er leider mit Verletzungen zu kämpfen. 2021 wechselt zu Union Berlin, wartet auf die Chance und wird erstmal nur verliehen. Doch ihn jemals abzuschreiben, wäre unfassbar dumm. Und ich sag dir warum, er ist noch unfassbar jung, dazu immer voller Ehrgeiz bis zum Schluss von Anfang an. Der wird seinen Weg noch machen, ja, ich glaube fest daran. Eine Rückkehr nach ganz oben, darauf warten wir. Amsterdam wäre doch ein Traum, sowas sagte man mir. Für den Trikot-Nachfolger von HW4, wie wär's vorher mit einem Rap-Song? Vielleicht mit Milo und mir. Ja, bevor wir diese Frage beantworten, begrüßen wir ganz herzlich den ehemaligen HSV-Verteidiger und früheren Fanliebling im Volkspark, Rick van Drongelen. Moin, Rick. Moin, moin, guten Morgen. Ja, Rick, du magst Rap, das wissen wir ja. Und wie hat jetzt die Einlage von Elvis gefallen und wen könnte er mit Milo meinen? Ja, ich fand es nicht schlecht und auch die Text war gut. Ja, wer weiß, vielleicht in die Zukunft. Okay, und Milo, ich könnte mir vorstellen, das ist der HSV-Rapper oder der HSV-Rapper, nicht der HSV-Fan und Rapper-Millionär. Was, mit Elvis zusammen, meinst du? Ja, das war ja seine Frage, ob es mal einen Rap gibt zusammen mit dir und Milo. Ich? Ja. Nein, ich nicht, aber vielleicht Milo und Elvis, kann sein, beide große HSV-Fan. Und ja, ich kann mich gut vorstellen, dass die mal einen geilen Text machen können und ja, wer weiß. Ja, Elvis kennst du auch noch aus deiner HSV-Zeit wahrscheinlich, hat er damals auch mal bei der Saisoneröffnung gerappt zusammen mit Luis Holtby. Da. Ja, das weiß ich noch. Sehr gut. Sag mal, wo bist du eigentlich jetzt gerade, wo erwischen wir dich? Bei meinen Eltern zu Hause. Okay, das heißt kurz von Belgien nach Holland in Axel, ist das da bei deinem Heimatort? Ja, genau. Genau, du bist ja jetzt seit Ende Januar in Belgien bei KV Mechelen, ausgeliehen von Union Berlin, nachdem du in der Hinrunde da nicht so viel gespielt hast. Ja. Bist du jetzt auch wieder regelmäßig im Einsatz, bist in der Nähe von Holland natürlich auch. Würdest du sagen, dass der Wechsel jetzt im Winter auch die richtige Entscheidung für dich war? Ja, ich denke schon, dass das Ziel war, um wieder Spielminuten zu bekommen. Und ja, das bekomme ich viel in diesem Moment. Und ja, das war auch der Grund, dass ich dann im Winter gewechselt bin. Und sicherlich nach die lange Verletzungspause und dann das erste halbe Jahr bei Union, ja, war das die richtige Entscheidung. War es deiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, nach 4 Jahren in Hamburg mal den Schritt zu gehen, was Neues zu machen und dann eben, auch wenn du nicht so viel Spielzeit bekommen hast, am Anfang zu Union Berlin zu wechseln? Ja, ich denke am Ende schon, obwohl es doch ganz schwierige Entscheidung war, weil ich einfach mich sehr wohl gefühlt habe in Hamburg und einfach den Verein, hat einen Platz bei mir und auch immer noch bei meiner Familie und das war doch keine einfache Entscheidung, aber ich denke am Ende die richtige, dass ich nach 4 Jahren etwas anderes gebraucht habe, um mich wieder weiter zu entwickeln. Du bist dann ja in eine sehr, sehr starke Berliner Mannschaft gewechselt mit sehr, sehr guten Innenverteidigern. Ich glaube, auch als du dann gewechselt bist, haben die noch ein paar oder noch mehrere Innenverteidiger noch dazu geholt. Hattest du es ein bisschen anders vielleicht vorgestellt, das erste halbe Jahr, oder war es für dich klar, dass es schon sehr, sehr schwer wird, da auch auf Spielzeit zu kommen? Wie muss ich das sagen?
ich denke, ich kam nach der Verletzungspause bei Union und habe mich schnell angepasst. Die wollen schon ein bisschen eine andere Art Fußball spielen. Und ich denke, ich habe es gut gemacht. Ich habe mich immer von meiner besten Seite gezeigt. Und aber wie du sagst, in dem Moment sind auch Spieler da, die vielleicht mal, die schon ein bisschen länger da sind und es Teil von das Erfolg sind von den letzten Jahren von Union. Und ja, dann musst du warten. Und dann habe ich auch überlegt, was mache ich dann im Winter? Und ja, vielleicht, dass ich meine Chance irgendwann dann bekomme. Aber wie es so aussieht, ne, wann, da wollte ich nicht drauf warten und wollte ich selber die Entscheidung nehmen, um dann mich ausleihen zu lassen. Und ja, das dann mit guten Gesprächen ist das dann so gegangen. Und ja, der Plan ist, dass ich im Sommer wieder zurück bin. Und ja, dann kann die Welt vielleicht auch mal wieder ganz anders aussehen. Dann habe ich wieder gespielt, dann bin ich wieder fit. Das ist dann wieder eine ganz andere Situation für mich. Obwohl du dem HSV ja den Rücken gekehrt hast, bist du immer noch ein sehr gern gehörender Gast bei uns hier im Podcast. Du hast schon oft mal Sprachnachrichten für andere Podcast-Gäste geschickt und jetzt kriegst du mal eine Frage, passend, weil du jetzt nach Belgien gewechselt bist, von einem Belgier, den du aber auch sehr gut aus deiner HSV-Zeit kennst. Wandrongi, Wandrongi! Wie geht's dir, mein Bruder? Meine Frage wäre, wie gefällt dir die Leben in Belgien? Und ich hoffe, wir können uns sehr bald sehen, was ist und gehen in Brüssel. Es wäre schön. Viele Grüße, ciao, ciao. Ja, viele Grüße von Orel Mangala. Ja. Aktuell noch beim VfB Stuttgart. Hat gerade sein erstes Länderspiel gemacht für Belgien. Ihr habt euch ja damals oft auch, ja, oder seid oft aufeinander getroffen, du mit Holland, er dann auch mit Belgien, mit der U21. Und ja, fragt dich natürlich jetzt, wie es dir gefällt in Belgien, in seinem Heimatland. Ja, ist gut. Ich denke, sind schon viele, wie sagt man das? Viele Vergleichnisse mit Holland, ne? Ja, viele Parallelen, kann man sagen, oder? Ja, Parallelen. Nein, gefällt mir gut. Die Sprache, ich kann natürlich meine eigene Sprache sprechen. Ja, belgische Leute sind schon ein bisschen anders als Holländer, soll ich mal sagen. Aber nein, es passt ganz gut zu mir. Der Verein ist gut. Wir haben eine geile Mannschaft, gute Spiele, sehr gute Atmosphäre außerhalb von der Platz. Und ja, es gefällt mir, wie er sagt, Brüssel ist in der Nähe von Mechelen, Antwerpen. Ich war schon in beide Städte mal, wann ich Zeit habe, dass wann Orel wieder da ist, dann können wir gerne mal essen gehen oder so. Ich habe ihn auch lange nicht gesehen und ja, darauf freue ich mich. Glaubst du denn, dass er im Sommer dann auch den Schritt macht zu einem größeren Club nochmal? Also er hat ja schon jetzt als belgischer A-Nationalspieler da durchaus Aufmerksamkeit geweckt und gerade die Belgier sind ja wirklich hoch im Kurs auf dem Transfermarkt auch. Glaubst du, dass er bereit ist für den nächsten Schritt zu einem richtigen Top-Club? Ja, ich denke, der nicht nur, dass er bei der A-Nationalmannschaft jetzt gespielt hat, aber ich denke, dass er auch schon über längere Zeit bei Stuttgart gezeigt hat, was er kann. Und ja, Borel ist eine besondere Spieler. Es gibt nicht so viele Spieler, die das können, was er kann. Und ja, ich denke, dass er sicher noch einen Schritt machen kann. Er war sehr jung, als er beim HSV mit dir zusammengespielt hat. Du warst aber auch extrem jung, als du zum HSV gekommen bist. Du bist 2017 von Spartak Rotterdam zum HSV gewechselt und hast ja in deinen 4 Jahren wirklich
viele emotionale Momente erlebt, auch ein paar Enttäuschungen natürlich. Wie blickst du auf deine 4 Jahre beim HSV zurück? Ja, wie du sagst, es waren schöne Momente dabei, es waren wenige schöne Momente dabei, aber für mich bleibt immer das HSV-Gefühl bleibt bei mir immer hängen, was ich einfach über die Jahre, vor allem mit dann die schönen Momente, die bleiben bei mir in Erinnerung. Und ja, das ist schwierig. Natürlich gibt es schwierige Momente, aber ja, die schöneren Momente, die bleiben mehr hängen als dann, was damals zum Beispiel mit der Abstieg oder dann 3 Jahre habe ich dann, wovon ein Jahr dann verletzt, aber haben wir versucht, dann wieder aufzusteigen. Aber dann versuche ich immer die schöne Spiele wie zu Hause der Sieg gegen Köln damals oder dass wir im Halbfinale vom Pokal gekommen sind. Diese Gefühle versuche ich dann immer wieder nach oben zu kriegen und dann an sowas zu denken. Und natürlich finde ich es immer noch schade, dass wir es nicht geschafft haben, um dann aufzusteigen, weil das war natürlich dann in den Jahren das größte Ziel. Und ja, das natürlich denkt man dann noch drüber nach und ja, das ist doch ein, wie sagt man, das ist doch etwas, wo ich auch in 5 Jahren noch an denken würde von Scheiße, damals, das wäre doch so geil gewesen. Und ich denke auch, dass wir die Spiele dafür gehabt haben und HSV immer wieder gute Spiele bekommt. Und ich hoffe, dass es dann so schnell, wie es geht, klappt. Aber leider nicht, dass, wann ich da noch war. Wir können es jetzt so ein bisschen hören schon, was dir der HSV bedeutet. Wir konnten es auch eben schon einmal kurz sehen. Bei dir zu Hause in Holland, bei deinen Eltern, hängt ein großes Bild noch mit dir und Kyriakos Papadopoulos vor der Nordtribüne, vor den Fans am Feiern. Ja, es gab natürlich da schon einige Highlights zwischendrin. Ihr habt dann auch am Millern-Tor zum Beispiel mal 4-0 gewonnen. Das ist der Derby-Sieg beim FC St. Pauli. Du hast das DFB-Pokal-Halbfinale angesprochen gegen RB Leipzig. Was würdest du denn sagen, so insgesamt, was war so der schönste HSV-Moment für dich? Der schönste. Ich denke doch auf mein Debüt. Das war dann das Heimspiel gegen Augsburg, oder? Gleich am ersten Spieltag? Ja, genau. So auch so unerwartet, dass ich dann spiele von Anfang an. Damals noch als Linksverteidiger, ne? Als Linksverteidiger. Und meine Mutter war dabei, meine Großmutter war dabei und die Schwester von meiner Mutter. Und mein Vater kommt eigentlich jedes Spiel, aber das war jetzt das erste Ligaspiel und hat er nicht damit gerechnet, dass du von Anfang an spielst wahrscheinlich. Genau, und der ich normalerweise auch wenn ich nicht spiele, wolle er kommen, aber ich glaube, wenn ich gut darüber nachdenke, musste er dann etwas verschieben mit Arbeit und dann hat er gedacht, da er spielt eh noch nicht und dann habe ich doch von Anfang an gespielt. So, das war schön. Schade, aber ja, das ist auch ein Moment, den ich nie vergessen würde. Ja, und wie du sagst, der Derby-Sieg und dann gibt es noch ein paar Spiele, so besondere Spiele, die ich nicht vergessen würde. Du hast auch das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig angesprochen. Der HSV ist ja jetzt in dieser Saison wieder im Halbfinale gegen Freiburg in zwei Wochen. Allerdings ist es auch wieder so wie in den letzten Jahren, dass im Frühling irgendwie der Einbruch gekommen ist und dass man wieder droht, den Aufstieg ein bisschen zu verspielen. Wie erklärst du dir das, dass es leider irgendwie in all den 4 Jahren immer das Gleiche passiert? Ja, das gibt es nicht zu erklären, denke ich. Das, ja,
auch wenn du es mich fragst über, von ein paar Jahre zurück, dann ja, ich kann es dir nicht erklären. Und auch wenn du jetzt ein Spieler, der im Moment dabei ist, fragst, der wird es dir auch nicht sagen können. Die Wille ist da. Da bin ich fest von überzeugt. Bei jedem Spieler ist er da. Fußball, ich habe es gestern schon gesagt, auch es kommt immer auf Details an und manchmal, so wie ich, wir haben letzte Woche gegen Kortrijk gespielt, waren eigentlich, Kortrijk war besser als uns, aber wir gewinnen am Ende das Spiel und deswegen, Fußball ist nicht immer ehrlich und es kommt immer auf Details an und dann ist es mal sicherlich am Ende des Jahres, wo Vereine die Punkte brauchen, ja, dann wird es schwieriger und dann waren wir sicherlich die letzten Jahre mit HSV immer an der falschen Seite von der Linie. Sicherlich, wenn ich dann nach zurückdenke an Spiele wie Darmstadt zu Hause, wo wir 2-0 führen und dann am Ende 3-2 verlieren. Und ja, das sind dann die Spiele, ja, die musst du gewinnen. Und aber wie das dann genau geht, ja, das ist eine andere Geschichte. Eines der Spiele, das der HSV auf jeden Fall gewinnen muss, das wird heute Abend im Volksparkstadion sein, nämlich gegen Erzgebirge Aue. Die sind abgestiegen, ganz weit hinten in der Tabelle. Sind das genau diese schweren Spiele? Ja, das denke ich sicher. Ich denke, Spiele wie jetzt zum Beispiel gegen Schalke, wenn du jetzt gegen Schalke spielst, dann die beiden wollen Fußball spielen, sind beide offensiv und jetzt spielst du gegen eine Mannschaft, der um Abstieg spielst, der um alles auch spielst, der wahrscheinlich sich hinten reinstellen wird und versucht, aus dem Konter gefährlich zu werden. So, ja, das wird kein einfaches Spiel und ich hoffe, dass HSV trotzdem, ich denke, dass wichtig ist, dass sie in Führung gehen, weil wenn auch ein Tor macht, werden sie sich noch mehr hinten reinstellen. So, ich hoffe und ich denke und ich glaube auch, dass das heute Abend klappen wird und ich drücke die Daumen. Mhm. Vor 3 Jahren war es ja ähnlich, da habt ihr auch zu Hause so in dieser Saisonphase im April gegen Aue gespielt, 1-1. Du hast eben schon mal gesagt, das sind so kleine Details, die dann auch die Spiele entscheiden. Ich erinnere mich damals noch einen Freistoß von Aaron Hunt kurz vor Schluss, der dann an die Latte ging. Das sind halt so diese Momente, die dann die Spiele entscheiden, ne? Und dann vielleicht auch so über so einen Saisonausgang. Trotzdem erkennt man natürlich auch ein Muster beim HSV, so gerade in dieser Crunch-Time, diese Heimspiele vor allem auch gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Siehst du da irgendwie ein mentales Problem, dass dann doch dieser Druck irgendwie zu groß ist und man schon irgendwie denkt, nein, jetzt geht das schon wieder los? Oder ist das eher Zufall? Wo siehst du da Parallelen vielleicht? Ich denke nicht, dass das ein mentales Problem ist, weil wir sind alle Profis. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber halt, wie du sagst, diese Spiele dann auch wenn du weißt, wir sind die bessere Mannschaft, dann auch die Spiele für dich zu entscheiden, das ist was ganz anderes. Ich denke nicht, dass es ein mentales Problem ist, aber es ist schwierig zu sagen. Ist es vielleicht einfacher zu zeigen, weil du hast es ja schon einmal gezeigt, ihr habt gegen Aue auch mal 4-0 gewonnen und ich würde fast sagen, das war mit dein bestes Spiel eigentlich im HSV-Trikot. Ich erinnere mich da an diese ganzen langen Bälle vorne auf Martin Harnik. Der Kicker hat dich danach zum Spieler des Spiels gewählt. An das Spiel wirst du dich sehr, sehr gerne erinnern, oder? Ja, das weiß ich noch. Ja, das war ein gutes Spiel, aber das ist auch immer wieder vom Spiel abhängig, ob die Räume da sind, ob ich die Bälle
dann spielen kann. Und Martin Hanek, weiß ich noch, ist dann auch zu mir auf mich zugekommen und hat mir gesagt, Rick, du kannst die Bälle noch öfter spielen, weil ich habe immer Raum, wann ich bin immer frei, wenn ich da tief weglaufe. Und dann habe ich natürlich noch extra drauf geachtet. Und ja, dann kamen die Bälle so 2-3 Mal richtig gut an. Und ja, dass Martin Hanek damals zu mir auch dann gekommen ist, hat also noch extra geholfen natürlich. Diese langen Bälle waren ja damals gegen Aue dann ein gutes Mittel. Die sind ja auch gar nicht vorne raufgegangen, haben sich einfach tief hinten reingestellt. Das machen ja viele Mannschaften gegen den HSV auch. Und der HSV spielt sich ja teilweise wirklich da mit seinem Ballbesitz irgendwie einen Wolf und versucht da irgendwie Räume zu finden. Das dauert dann sehr lange. Manchmal macht der Gegner mit einem Schuss dann ein Tor, so wie jetzt Paderborn. Ist nicht gerade so dieser lange Ball dann eigentlich ein ganz gutes Mittel zwischendurch mal, um dann auch so eine Mannschaft zu bespielen? Ja, das kann sein, aber HSV ist keine Mannschaft, der jetzt über lange Bälle kommt und wahrscheinlich mit Tim Walter auch nicht darauf trainiert. Guck zum Beispiel Union Berlin ist was ganz anderes. Die wissen, wie das geht, um über lange Bälle zu kommen, zweite Ball zu gewinnen. Und ja, das kann immer mal eine Möglichkeit sein natürlich. Und wie du sagst, HSV versucht irgendwie dann die Räume zu finden. Und für den Gegner ist es immer einfacher, sich hinten reinzustellen und abwarten. Ja, das ist einfach. Und dann gewinnt auch mal die schlechtere Mannschaft vom Fußballerisch her dann. Weißt du, dann, um sich hinten reinzustellen, ich weiß selber, als Innenverteidiger ist es einfacher, um tief. Manchmal ist es einfacher, gegen einen gute Gegner zu spielen als gegen schwächere Gegner, wo du als Verteidiger sehr hoch auf dem Platz stehst, mit viel Raum im Rücken spielst, als wenn du mit 4-5 auf einer Linie, mit Mittelfeld kurz davor, wo die Räume sehr klein sind, wo du einfach durchdecken kannst, wo du in die Zweikämpfe kommen kannst, mit wenig Raum im Rücken. Das ist manchmal einfacher. Und ja, das ist, denke ich, jetzt auch wie es jetzt aussieht, heute Abend zum Beispiel gegen Aue, das wird auch so sein. Du hast schon eben gesagt, Union Berlin als Beispiel spielt ja eigentlich genau den Gegenteil Fußball vom HSV. Du als Zuschauer, wie gefällt dir denn dieser Tim Walter Fußball, der ja durchaus auch attraktiv sein kann, wenn es denn klappt? Ja, ich habe gestern, glaube ich, schon mit Henrik auch darüber gesprochen. Er hat auch gezeigt, schon öfter mit seiner Mannschaft, auch in Stuttgart und in Kiel, dass es funktionieren kann und dass es auch geil aussehen kann. Aber ich denke, ich will nicht darüber urteilen, es ist eine Philosophie. Und ja, es ist immer so im Fußball, wenn es dann gut läuft, dann ist alles schön. Und wenn es mal nicht läuft, dann liegt es wieder ans System und aber er hat schon gezeigt mit seiner Mannschaft, dass das funktionieren kann, dass sie damit Spiele gewinnen können und ja, ich bin nicht derjenige, der darüber urteilt. Zum Beispiel bei Union sieht es auch nicht immer schön aus, aber funktioniert es halt und ja, das im heutigen Fußball ist das, worum es geht. Der Kicker hat dich damals gegen Aue vor allem für deine Spieleröffnung gelobt, in der Bewertung dann auch zum Spieler des Spiels. Trotzdem bist du ja eigentlich ein Spielertyp, der so vor allem durch seine Zweikampfmentalität auch bekannt ist. Wir hören jetzt mal einen anderen Zweikämpfer, der dich in all den Jahren beim HSV begleitet hat. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wer es ist. Stefan Ambrosius. Ah. Jo, Ricky, welche Rap ist besser? Holländische Rap oder Deutsch Rap? Deutsch Rap oder niederländischer Hip-Hop ist die Frage. Ich höre beide. Ich finde es beide nicht schlecht. Aber ich denke, dass ich dann doch am Ende holländische Rap
sagen muss, dass ich doch öfter dann zum Beispiel im Auto oder so zuhöre, aber Stefan wird, naja, Stefan, ich denke, Stefan wird auch sagen, holländischer Rap, der hört auch viel holländischer Rap, und dann kam er immer wieder auf mich zu und dann hat er mich gefragt, kennst du das oder das? Und, hat immer ein Lied gehabt, versucht mitzusingen, das war ein holländisches Lied, und ja, das haben wir sehr lange zusammen immer zugehört. Das ist ja durchaus auch mal in der HSV-Kabine dann, oder nicht er, ich glaube sogar du hast dann deine holländischen Lieder in der Kabine aufgelegt. Konntest du dich da durchsetzen, so gegen Tim Leipold zum Beispiel mit seiner Schlager-Playlist? Na, es war nicht so beliebt von den anderen Spielen, aber ja, manchmal, aber vor Spiele oder so, dann war ich meistens ich nicht, weil dann hat Tim oder Gidi hat auch oft die Musik angemacht, und die haben so ein bisschen mehr Musik, was alle mögen, soll ich mal sagen. Tim Leipold fällt ja leider noch ein paar Wochen mit seinem Kreuzbandriss aus. Stefan Ambrosius ist jetzt gerade wieder zurück im Training, hat er auch einen Kreuzbandriss, genauso wie du ja auch. Konntet ihr euch so gegenseitig ein bisschen unterstützen in dieser wirklich schweren Zeit mit euren Knieverletzungen? Ja, schön. Wir telefonieren manchmal. Aber ich denke, für Herr Stefan ist schon sein zweites Mal. Der hat schon einmal erlebt. So, der weiß sehr gut, was zu tun ist, und dass er Geduld haben muss. Und ja, dass der Stefan weiß das gut. Und für Tim ist, glaube ich, sein erstes Mal. Aber nein, Tim ist schon lange genug dabei. Und ja, ich hoffe für beide, dass das alles wieder funktioniert ins Knie, so wie bei mir. Und ja, dann hoffe ich, dass sie so schnell wie möglich natürlich wieder auf dem Platz stehen können. Beide sehr gute Spiele. Und Stefan Ambrosius ist auch ein guter Freund geworden. Das hast du gerade schon angedeutet. Und auch ihm war es noch ein Bedürfnis, noch mal ein bisschen mehr über dich zu sagen. Wir alle lieben Rick. Rick ist ein richtig guter Junge. Auch ein richtig guter Freund von mir. Hat mich sofort von Anfang an mit ihm gut verstanden, gerade weil wir auch auf der gleichen Position spielen. Hat mir auch sehr viel Tipps gegeben. Gerade mit seinem jungen Alter ist er immer vorangegangen. Aber nichtsdestotrotz, in den Spielen hat er auch sehr viel genervt. immer, wenn wir nicht richtig wach waren, hat er immer zu uns geschrien: Männer, nichts passieren. Und das fand ich eigentlich immer so lustig, so, aber im Spiel hat es halt genervt, aber danach, wenn man so in der Kabine saß und nochmal überlegt hat, war das einfach nur witzig. Und ja, witzig halt, wie krank er ist, ne? Aber trotzdem super Junge. Ja, super Junge, sagt Ambrosius, und dass du auch ein bisschen nerven kannst auf dem Platz, hat er recht? Ja, manchmal, das gehört dazu. Das ist auch so, das wird immer so bleiben, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Das ist einfach in mich drin, und ja, das auch mit Stefan dann, und vor allem auch, weil ich dann viel mit Jorge Fernandez hinter mir zusammengespielt habe, habe ich immer wieder neue Sprüche gesagt dann auf dem Platz, und Fero hat dann immer darauf geachtet und hat das natürlich wieder an die ganze Kabine erzählt, und das dann immer sind da Witze darüber gemacht und wird darüber gelachen, aber das kann ich gut haben. Das war schon witzig und hat schon Spaß gemacht. Jorge Fernandez kann aber auch sehr laut sein, ne? Also wenn man im Training zuhört, da flucht er auch gerne mal auf Portugiesisch. Ja, manchmal schön. Ja, du warst ja auf jeden Fall immer schon in deinen jungen Jahren auch so beim HSV einer der Wortführer, warst dann auch Vizekapitän zwischenzeitlich mal. Bist du auch mal so in der Kabine richtig laut geworden, dass du deine Mitspieler dann auch mal richtig zusammenfalten musstest, wenn sie sich nicht konzentriert haben? Nein, das so eigentlich nicht. Ich war mehr jemand, der eigentlich außerhalb des Platzes
sehr ruhig war und dann auf dem Platz habe ich dann das wirklich so gelebt und gefühlt, aber innerhalb der Kabine war ich meistens ruhig, natürlich mal habe ich mal was gesagt, aber dann auch einfach, ich war öfter, dass ich war mehr so ein Typ, der dann auf jemand zugeht oder dann mit jemand diskutiere über, hey, von was, wie können wir das machen, weißt du, was müssen wir besser machen oder nicht, dass ich sehr, sehr laut war in der Kabine, das war nicht so. Welcher Trainer war denn in deiner HSV-Zeit so der lauteste? War das, keine Ahnung, Dieter Hecking oder vielleicht sogar Daniel Thun? Wer war am lautesten? Dieter Hecking konnte mal manchmal schön laut sein. Hannes Wolf war eher der ruhige Typ. Wen gab es noch? Christian Titz hattest du, Markus Gisdol, Daniel Thun. Daniel Thun hat auch ein gutes Organ, ne? So auch beim Training, wenn er mal laut geworden ist. Ja, aber auch eigentlich eher ruhig. Titz auch eigentlich eher ruhig. Gisdol konnte auch schon mal laut sein. Und ich denke doch, Dieter Hecking dann am Ende, dass er der lauteste war. Aber das ist auch nicht schlimm, ist das. Gehört dazu, das muss auch manchmal mal passieren und ja, das ist nichts Schlimmes, dass das auch manchmal, ja, das kann auch etwas, wie sagt man? Genau, deswegen. Laut war es ja auf jeden Fall, wenn ihr eure Rap-Musik aufgelegt habt und deswegen wollen wir jetzt nochmal nach Elvis noch einen zweiten Rapper zu Wort kommen lassen, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Oh, mein Name ist Millionär und diese Frage ist von meinem Bruder Rick van Drongelen. Rick, mein Bruder, was war das Leckerste, was du je in Hamburg gegessen hast mit mir zusammen? Hamburg steht ja für seine kulinarische und vielfältige Küche. Von daher erzähl uns mal, was dir hier am meisten gefallen hat. Sagt Millionär, erfolgreicher Deutschrapper aus Hamburg, großer HSV-Fan und offenbar auch ein Bruder von dir. Du hast ganz schön viele Brüder, ne? Alle nenne ich Bruder. Ja. Nein, Milo auch. Ja, Milo habe ich sehr oft gesehen und jetzt, wenn wir Zeit haben, sehen wir uns immer noch. Und nein, auf seine Frage, ja, wir haben vieles gegessen zusammen in Hamburg, aber wenn ich dann etwas aussuchen muss, dann denke ich, dass ich, ja, das war doch bei ihm dann zu Hause, das war iranisches Essen, das war mit Reis und mit bisschen Fleisch dazu und da gibt es so eine grüne Soße, was du über den Reis machen kannst. Den Namen musst du nachher nochmal Milo fragen, aber das war sehr, sehr lecker. Und alle, die da das gegessen haben, die fanden es richtig lecker, so. Aber der Name musst du Milo selber. Hat er selbst gekocht damals? Nein, natürlich nicht. Da hat er seine Leute für. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich an einen Interviewtermin mit dir, da hast du auch direkt einen Schnitzel bestellt. Ich glaube, das war vom Derby. Also so Sportlernahrung, eben konnte man sehen, du hast ein Müsli gegessen, aber bei dir darf es auch gerne mal ein bisschen deftiger sein, oder? Genau, gute Abwechslung. Ich bin jemand, der schön auf seine Ernährung achtet, aber ich bin auch jemand, der sehr essen, ich liebe es, gut zu essen und ich denke auch, dass es auch etwas Mentales ist, wenn man etwas isst, was man nicht mag, dann funktioniert es auch nicht. So, ich versuche immer gute Mischung zu haben mit gesundes Essen, Essen, was auch wichtig ist, um fit zu bleiben und dich gut zu fühlen, aber manchmal auch mal was Leckeres, was dann wieder das so Mentales etwas
Gutes tun kann. Weißt du, dass du mal was ein Schnitzel isst oder so, dass das auch gut ist, allgemein für dein Körpergefühl, für deinen Kopf, weißt du, dass du was Leckeres essen kannst. So, deswegen manchmal gönne ich mir selber auch mal. Und bei mir sieht man es auch nicht, wenn ich mal was Leckeres esse. Ihr wart ja ein paar aus der Mannschaft, die ab und zu mal zusammen zum Essen gegangen seid. Du hast ja auch gesagt, bei Millionär zum Beispiel wart ihr auch mehrere. Wer gehörte denn so zu deiner Essensfraktion aus der HSV-Mannschaft dazu? Ich denke Gideon, der kannte auch viele gute Restaurants. Mit David Bates war ich manchmal, aber das ist natürlich nicht sehr lange mit mir da gewesen, aber war ich auch mal essen. Bobby Wood, der hat auch schon, der hat uns mal eine koreanische, glaube ich, das war koreanisches Restaurant gezeigt. Und das war auch überraschend lecker. Und sonst, ja, sonst war ich eigentlich, denke ich, am meisten essen mit Gidi. Gidi kannte viele gute Restaurants und das war immer gut eigentlich. Hattest du persönlich ein Lieblingsrestaurant in Hamburg, wo man dich meistens gesehen hat dann? Ja, beim El Toro. El Toro, da Schäferskamp ist das, ne? Genau. Stump. Ja, da war ich sehr oft, eigentlich sehr oft nach Heimspiele, wenn die Familie da war, waren wir eigentlich immer da. Ja, mega lecker, kenne ich auch, wirklich mega lecker. Und Baka kann sehr gut kochen. Ah, okay. Hat er ab und zu mal eingeladen, die ganze Mannschaft oder so ein paar Leute dann zum Essen? Ja, ich war öfter da und ich war einmal mit wem war ich da? Ich weiß nicht mehr. Aber Baka kann. Was gibt's dann, wenn Baka kocht? Afrikanisch, ne? So Reis, Jollof-Reis mit Fisch oder mit Chicken, aber das ist schon was anderes als deutsche Fisch oder deutsches Hähnchen oder Holländisch. Das ist echt, Baka steht wirklich 4 Stunden oder so in der Küche, macht seine Musik an und dann das wirklich hat überragend geschmeckt. Das war echt sehr, sehr lecker. Und ich habe ihn zuletzt hier noch gesehen, in Holland. Da hat er dich besucht, oder? Ja, der hat einen Freund aus Gambia, der hier bei mir in der Nähe lebt, 20 Minuten. Und Baka besucht ihn öfter oder er besucht ihn in Deutschland. Und der war jetzt in der Länderspielpause hier und ich war auch da. Und haben wir uns gesehen und sind wir essen gegangen auch. Und natürlich. Ja. Ja, Baka mit Sicherheit auch einer deiner Brüder. Jetzt wollen wir nochmal einen anderen Brudi hören, nämlich Bruder Berkay Özcan. Der hat nämlich auch noch eine Frage an dich. Ja. Hallo Rick, mein Bruder. Ich hoffe, es geht dir gut. Meine Frage an dich wäre, ob du dir mal eine andere Frisur vorstellen könntest, als die du gerade jetzt hast. Und sonst wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald. Viele Grüße. Ein echter Bruder-Podcast, den wir hier heute haben. ja. Wobei man fragen muss, welche Frisur meint er? Also ja, nein, ist immer das Gleiche. Ne? Nein, ich kann es mir vorstellen, aber ich mag es einfach nicht. Ich finde es so am besten. Ich habe mal kurz längere Haare gehabt, dann war es auch das war auch nicht schlecht, aber da muss ich zu viel morgens zu viel Zeit nehmen, wenn ich aufwache, dann will ich einfach, mache ich Wasser ins Gesicht, ich putze meine Zähne und ich bin weg, weißt du, und will nicht so viel machen vor dem Spiegel. Und ist für mich am besten. Einfach kurz, Bei Berkay Özcan dauert das vermutlich ein bisschen länger und ich glaube, er spielt auch an auf eine Instagram-Abstimmung, die er mal durchgeführt hat, wo er gefragt hat, wer die schöneren Haare hat, du oder er. Ich glaube, er hat gewonnen, oder?
Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, schöne. Ja, sieht nicht schlecht aus, auch bei Berkay, aber ja. Es war auch seine Instagram, es sind auch seine Fans, weißt du. Ja, ein bisschen unfair. Da hat Istanbul wahrscheinlich mit abgestimmt. Genau. Mit Berkay hast du ja nur ein halbes Jahr zusammengespielt, aber ihr hattet echt eine wirklich gute Mannschaft damals, so mit Berkay, mit Douglas Santos, Mangala, Lasogga, Luis Holpi, Aaron Hunt. War das so der stärkste Kader in deiner HSV-Zeit? Keine Ahnung. Das Jahr davor haben wir auch eine gute Mannschaft gehabt. Das Jahr danach auch. Mit schon schön. Bin ich weggefahren. Auf deinen Akku aufpassen wahrscheinlich. Oh ja, wir sehen dich wieder. Nein, das kann ich jetzt nicht 1, 2, 3 sagen, welche Kader besser war. Nein, das war, wie du sagst, war eine starke Mannschaft dieses Jahr. Aber ja, am Ende hat es mit der Mannschaft trotzdem leider nicht zum Aufstieg gereicht, leider für den HSV. Ihr wart aber im DFB-Pokal-Halbfinale, habt da echt eine gute Saison gespielt. Was denkst du, warum seid ihr mit dieser starken Mannschaft nicht aufgestiegen? Ja, wieder die gleiche Frage. Schwierig zu sagen, keine Ahnung. Ich kann nicht die richtige Antwort finden. Einfach, ja, Fakt ist einfach, weil wir am Ende zu wenig Spiele gewonnen haben. Spiele, die wir hätten gewinnen müssen. So wie Darmstadt zu Hause. Ich glaube, Magdeburg zu Hause war auch noch dabei, wo wir unentschieden spielen. Sogar verlieren am Ende noch, ne? In der Nachspielzeit. Ja, da, und das ist genau, diese Spiele waren genau die Spiele, wenn du die gewonnen hättest, dann hat das gereicht. Mhm. Ich glaube, gegen Darmstadt hattest du schon gesagt, ne? Da hat auch Pierre dann das 1-0 oder das 2-0 gemacht, am Ende habt ihr 3-2 verloren. Dann am Ende ging auch bei Pierre-Michel Lasogga nicht mehr viel, der ist dann ja nach Katar gegangen, nach der Saison. Und da Kai jetzt gerade bei ihm war, hat er direkt auch eine Frage mitgebracht und die hören wir jetzt mal kurz. Hi Rick, Pierre hier, liebe Grüße aus Katar. Was hältst du denn von der Auslosung? Ja, die WM-Auslosung am vergangenen Freitag in Katar. Holland spielt ja sogar gegen Katar in der Gruppe, ja. Dazu noch gegen Ecuador und Senegal. Würde ich jetzt sagen, eine machbare Gruppe, oder? Ja, auf Papier sicherlich, aber ich denke, Katar, habe ich wirklich keine Ahnung, wie stark die sind. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich denke, das erste Spiel ist gegen Senegal. Und das kann schon ein ganz schweres Spiel werden. Ist eine afrikanische Mannschaft. Etwas ganz anderes. Ne? Und auch mit viel, viel Spielen von mit hoher Qualität. So, ja, stell dir vor, wir verlieren das erste Spiel gegen Senegal und Ecuador gewinnt gegen Katar. Ja, dann ist schon, hast du schon einen riesen Nachteil, wenn du danach gegen Ecuador spielen muss, was eine südamerikanische Mannschaft ist, die auch rein hacken, soll ich mal sagen, dann wird es schwierig. So, ich denke, es ja auf Papier sicherlich machbar, aber das sagt für mich eigentlich nichts. Das wird nicht einfach. Deutschland hat es auch nicht einfach in der Gruppe mit Spanien, dazu noch dann Japan und dann der Sieger aus Costa Rica gegen Neuseeland, glaube ich. Jetzt hat Holland gerade gegen Deutschland gespielt letzte Woche, 1-1 hieß es am Ende. Was würdest du sagen, aktuell so, welche Nation hat die bessere Mannschaft, wer hat bessere Chancen bei der WM? Holland oder Deutschland? Oder Deutschland, Ja, beide sind stark. Aber ich denke nicht, dass beide im Moment die stärksten sind. So, es können beide schon weiterkommen, aber ich sehe nicht eins von beiden der WM gewinnen. Wen siehst du da vorne? So die Franzosen wieder?
Ja, Brasilien natürlich. Frankreich ist sehr, sehr stark. Ja, ich denke, dieses Jahr wird auch mal wieder eine Outsider da sein, so, wovon man es nicht so schnell erwartet. Wer fällt dir da ein? Ja, ich hoffe, eine afrikanische Mannschaft mal. Das wäre geil. Ja? Das auch eher so, wovon man es nicht erwartet. Und ja, ich hoffe, vielleicht kommt Senegal weiter mit Holland zusammen. Oder ich hoffe für die Jungs Kiddy und so, Stefan, dass Ghana weiterkommt. Ja, hoffentlich. Aber ich denke, Favorit ist doch Brasilien. Aber Favorit sein sagt auch nichts. Aber so vom Spieler, vom Kader her, denke ich schon, dass Brasilien ja, sehr, sehr stark ist. Auch Belgien, ehrlicherweise, wo du jetzt spielst und in der Weltrangliste ja ziemlich weit oben, gelten immer eigentlich jedes Turnier so ein bisschen als Geheimfavorit und schaffen es dann halt am Ende dann doch nicht ganz. Naja, bis zur WM ist ja noch ein bisschen Zeit. Du bist jetzt in Belgien. Kannst du dir vielleicht auch nochmal einen Wechsel zurück nach Holland vorstellen? Also Elvis hat es ja in seinem Vorstellungsrap gesagt, Traum Ajax Amsterdam. Stimmt das überhaupt? Was? Elvis hat in seinem Vorstellungsrap gesagt, Traum Ajax Amsterdam. Stimmt das überhaupt? Ist das dein Traum, wo du mal gerne hinwollen würdest? Ja, nicht unbedingt jetzt mein Traumverein, aber das ist schon von Kindheit her war ich immer Ajax-Fan, ganz Familie ist Ajax-Fan. Im Moment ist Ajax auch sehr, sehr stark und ich denke nicht in diesem Moment, dass Ajax einen Spieler wie mich sucht, aber ja, natürlich, Ajax ist, denke ich, im Moment für sehr viele Spiele interessant, weil Ajax einfach es auch in Europa sehr gut macht. Dann dieses Jahr ein bisschen zu früh raus aus der Champions League gegen Benfica, was so eine ähnliche Verein ist. Aber ich denke, dass Ajax im Moment schön, auch dieses Jahr, was sie gezeigt haben, zum Beispiel gegen Dortmund, ja, dass das eine ganz interessante Verein ist für viele, auch junge Spieler, weil die einfach sehen, dass es da mit jungen Spielern klappt, dass Ajax richtig geilen Fußball spielt und auch erfolgreich. So, Ajax ist im Moment sehr, sehr starker Verein. Ja, und du bist ja auch immer noch sehr, sehr jung, trotz deiner Jahre, die du jetzt auch schon dabei bist. Ja, jetzt geht es erstmal im Sommer dann zurück nach Berlin, voraussichtlich. Wie gefällt dir denn eigentlich Berlin so im Vergleich zu Hamburg? Ist ja oft so die Frage hier in Deutschland, welches ist die bessere Stadt? Berlin sind beide schöne Cities. Berlin ist noch ein bisschen größer, ist auch ein bisschen anders aufgeteilt, ne? Und aber ich denke schon, auch eine schöne Stadt, wo du keine Langeweile bekommst, was vieles zu sehen hast, auch mit Geschichte und so natürlich und viele gute Restaurants. Man hat immer was zu tun. Ja, ist auch eine schöne Stadt. Aber da war ich jetzt dann noch nicht so lange wie in Hamburg. Viele gute Restaurants, dann musst du dich da mal mit Gideon Jung treffen und dann kannst du ihm mal ein paar Restaurants zeigen, da wird er sich ja freuen. Bestimmt. Ja, jetzt hat Henrik über Berlin und Hamburg gefragt, zum Schluss nochmal nachgefragt, du hast selber gesagt, HSV ist irgendwie immer noch in deinem Herzen drin. Kannst du dir nochmal vorstellen, irgendwann nochmal zurückzukommen zum HSV oder ist das jetzt gerade gar nicht im Fokus? Wer weiß, ne? Ich sag kein Nein, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende und wir haben heute mit Rap begonnen und wollen entsprechend dann auch mit dem Thema Rap
aufhören und dazu kommt unsere Abschlussrubrik. Meine Top 3. Genau, meine Top 3 und wir wollen von dir wissen, wer sind deine Top 3 Lieblingsrapper? Nach Elvis und Millionär, ne? Jetzt schon vor über die ganze Welt, ja. Klar, kann auch aus der Vergangenheit sein. Tupac. So haben wir jetzt ordentlich fürs Nachdenken gesorgt. Ja. Ja, ich habe schon ein paar gute, aber die kennt ihr nicht, denke ich. Macht nichts. Lernen wir sie kennen. Ich sag Holländer, sage ich Piri. Piri, okay. P-I-E-R-R und dann Doppel-I. Okay, gleich mal bei Spotify suchen. Der hat gute Texte und dann muss ich eigentlich ein Englisch haben, ne? Magst du gerne so alten amerikanischen Hip-Hop noch? So jetzt beim Super Bowl waren sie alle dabei, Eminem. Ja, dann ich schon. Dr. Dre. Na, Dr. Dre nicht, Snoop Dogg höre ich auch nicht so viel. Dann denke ich eher Eminem. Okay. Lief ja auch beim HSV immer, ne? Vor den Spielen. Ja, oft vor den Spielen. Und dann Nummer 1 ist natürlich für mich Millionär. Das wird Millionär sehr gerne hören. Elvis wird weinen, aber ich glaube, er wird damit klarkommen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, Rick, dass wir mit dir ein bisschen über Musik, Essen und auch ganz nebenbei über Fußball gesprochen haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich wünschen wir dir für deine Zeit in Belgien und dann auch irgendwann wieder in Berlin alles Gute und auf jeden Fall auf bald in Hamburg mal irgendwann. Ja, danke schön. Ich habe mich gefreut, um euch mal wieder mit euch zu unterhalten und ich wünsche euch viel Erfolg auch heute Abend. Ja, das werden wir ausrichten, den HSV-Jungs und wir werden uns dann wieder hören, nicht nach dem Aue-Spiel, sondern nach dem Kiel-Spiel vor dem KSC-Spiel und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.